Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Qigong war in China Geheimwissen über viele Jahrhunderte. Es war bekannt, dass es für die Menschen heilsam war, es zu praktizieren. Und es gab viele Berichte über wundersame Heilungen. Deshalb machten sich Menschen auf und gingen weite Wege, um einen Meister zu finden, der sie in die Geheimnisse von Qigong einweihen konnte. In diese Geheimnisse blicke ich heute mit meinem Gast, dem Qigong-Lehrer und Autor des Buches Free-Flow Qigong und Meridian-Klopftechniken, Frithjof Krepp. Bleiben Sie dran! Hallo Frithjof, herzlich willkommen! Ja, vielen Dank für die Einladung. Du hast ja die heilende Wirkung von Qigong in deiner eigenen Geschichte selber erfahren. Magst du uns dazu etwas erzählen? Ja, das war ein Break in meinem Leben. Das kann ich nur sagen. Der erste Break, den ich hatte, war eigentlich 1987, als ich in eine Gesundheitskrise bekommen bin. Ich habe damals gearbeitet als Lehrer an einer Schule und ja, habe das auch sehr, sehr gerne gemacht, den Beruf. Und plötzlich ging da irgendwie gar nichts mehr. Ja, ich hatte plötzlich das Gefühl, ich bin, wenn ich unter Menschen bin, irgendwie so, ja, so wie betrunken, obwohl ich auch gar keinen Alkohol getrunken hatte. Mhm. Ja, und wenn du dann von der Schulklasse stehst, ist das natürlich nicht ganz so einfach. Ja, ich habe mich vorher immer schon mal mit Gesundheit und gewissen Dingen da beschäftigt. Habe 1975 schon als eines der ersten in Frankfurt autogenes Training gemacht. Damals war das noch gar nicht bekannt gewesen. Mhm. Groß, ja. Der rechte Arm wird schwer, ja, der linke Arm wird schwer, rechter Arm wird warm. Der wurde bei mir nie warm. Ja, je mehr ich das wollte, desto weniger hat das Ganze funktioniert. Aber ich habe es dann trotzdem ganz brav irgendwie weitergemacht. Aha. Und bin dann im Verlauf der nächsten Jahre dann auf TM gestoßen, transzendentale Meditation. Mhm. Ja, nach Guru. Und 1000 D-Mark hat mich das Ganze gekostet, an einem Wochenendkurs. Ja, war damals so teuer und da hast du dann ein Mantra gekriegt. Und mit diesem Mantra, wenn du es in den Kopf eingegeben hast, dann, ja, dann bist du in einen Zustand gekommen, wo die Gedanken weniger wurden. Ja, hat auch ganz gut funktioniert, aber ich habe gemerkt, dazu war ich irgendwie ja, vielleicht zu temperamentvoll, war nicht unbedingt mein Ding. Dann bin ich auf den Herrn Tepperwein gestoßen. Kurt Tepperwein, ja. Den großen Meister, und habe Mentaltraining gemacht, positives Denken praktiziert, hat auch einen Lehrer gehabt, der schon lange verstorben ist, Karl Otto Schmidt heißt der oder hieß der, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, ich habe ungefähr 50 Bücher von ihm zu Hause, der hat schon in den 30er Jahren so viel Wissen verbreitet im letzten Jahrhundert, wovon viele dann später abgeschrieben haben. Ich war eigentlich ein Meister im Positivdenken und dann kam 1987 und dann kam genau das, was ich eben erzählt habe, diese besagte Krise und ging irgendwie gar nichts mehr weiter. Ja, ich habe dann plötzlich so Ängste bekommen und Beklemmungen, bin zum Arzt und der Arzt hat gesagt, was sind Sie, Lehrer? Ah ja, gut, das ist jetzt in den nächsten 5 sitzen schon in der Sprechstunde hier, genau, ist es denn sehr anstrengend, der Beruf? Habe ich gesagt, nein, das ist nicht der Grund meines Problems, ja. Der hat mich dann krank geschrieben. Ich war ein halbes Jahr krank geschrieben, hatte damals mit meiner ersten Frau ein Kind. Das zweite Kind war im Anmarsch. Das war der absolute Albtraum. Ja, ich habe zu Hause auf dem Sofa gelegen und hat irgendwas gehabt. Heute haben wir viele solche Probleme. So Ängste und Panikattacken und diese ganzen Sachen. Da ging irgendwie kaum was. Ich habe mich dann auf den Weg zu mir selbst gemacht. Habe dann in den nächsten Jahren alles Mögliche ausprobiert an Therapien. Bin auch einem Arzt begegnet, der mit Naturheilverfahren gearbeitet hat, habe mir Akupunktur geben lassen. Es wurde besser. Ich konnte nach einem halben Jahr wieder in die Schule gehen und auf einer halben Stelle wieder arbeiten. Aber ich war nie mehr der ich vorher war. Und dann bin ich los, habe mir alles reingezogen, was es damals so an Therapien waren. Tabletten wollte ich keine einwerfen. Ja. Und so eine Psychotherapie habe ich als völlig sinnlos für mich erachtet und so Therapien gemacht wie Rebirthing, was es damals gab. Alles das, was damals die jungen Bhagwans zu der damaligen Zeit hier so hervorgebracht haben. Ja, genau. So Schreitherapie im Dunkeln und war beim Schamanen gewesen, Reinkarnationstherapie.
es wurde ganz langsam besser. Aber ich war nie mehr der ich richtig vorher war. Ich konnte eine ganze Menge Sachen machen, aber die Energie war irgendwie nur zu 80% da. Ja. Das ist ein interessanter Aspekt. Du hast vorhin erwähnt, gegenüber dem Arzt, ja, der Lehrerberuf ist ja eigentlich nicht das Anstrengende, was er schon mal stillschweigend vorausgesetzt hat, sondern so wie ich dich jetzt wahrnehme, du warst einfach nicht auf deinem Weg und hast diesen gesucht. Einerseits über kopflastige Disziplinen und dann eben auch andere Disziplinen, hast Bhagwan erwähnt, was in Richtung Meditationen auch geht. Mhm. Und hast dich so dann angenähert, bist du dann so irgendwie Richtung Qigong gekommen? Genau, es war im Prinzip was eine Fügung. Die Chinesen sagen, the fate of Qi. Ja, also wenn das Schicksal da irgendwo zuschlägt, ich bin dann, ich habe Veranstaltungen besucht beim Frankfurter Ring. Das ist in Frankfurt eine Vereinigung, wo spirituelle Lehrer unterrichten, aus aller Welt zusammenkommen. Habe gehört, Pfingsten 1996, jetzt kommt eine große Qigong-Meisterin mit ihrer Tochter nach Deutschland zum ersten Mal. Sie ist, gehört zu den 10 besten Qigong-Lehrern. Als einzige Frau war sie die Beste. Ich habe mir freitags den Vortrag angeschaut bei ihr und sie hat eine Qigong-Übung vorne gezeigt. Und das hat mich ganz tief berührt, ja. Und ich bin dann zu meiner Frau hin und habe gesagt, du, hör mal zu, Pfingsten fällt aus, ich mache Qigong. Und die, machst schon wieder was Neues, ja. Das kennen wir doch schon, machst schon wieder was Neues. Und dann bin ich hingegangen zu der Veranstaltung, waren ungefähr 60 Leute da. Die Leute kamen, ich weiß noch, von Finnland bis Portugal. Irgendwie, also in Insiderkreisen wusste man, dass das eine große Meisterin ist. Offensichtlich, ja. Offensichtlich. Und die stand dann oben, das war so eine Art Empore, wo die stand für die 50, 60 Leute. Wir haben Qigong gemacht, Qigong praktiziert. Und am zweiten Tag hat sie dann gesagt, so, jetzt haben wir hier Qigong, dann habe ich euch Qigong gezeigt. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass euer Qi ins Fließen kommt. Wir machen auch Fonds, ihr macht das so eine Übung und ihr sammelt dann euer Qi ein, lasst die Augen geschlossen und ich sende euch von hier oben mal Qi. Da möchte ich gerade noch kurz nachfragen. Du verwendest den Begriff natürlich selbstverständlich. Qi, was ist Qi und das Qi fließen lassen? Was heißt das? Genau, Qi. Qi ist Lebensenergie. Aha. Also wenn ich es einfach mal so grob übersetzen kann. Bei den Chinesen kann das auch eine Farbe sein. Das kann auch das Qi zwischen uns sein. Ja. In der zwischenmenschlichen Begegnung. Es kann eine Farbe sein, kann ein Geruch sein, Lebensenergie. Lebensenergie ist in allem dem, was lebt. Ja. In allem dem, was lebt. Also in den Pflanzen, in uns, in den Bakterien, in den Vögeln draußen. Da ist die Lebensenergie. Okay. In der Schule hat keine Lebensenergie, der hat keinen Stoffwechsel, der wächst auch nicht. Ja, es soll nicht heißen, dass da keine Energie drin ist. Ja, Atome, Zellkern, Elektron, aber das ist irgendwas anderes. Aha. Wenn kein Qi mehr in uns drin ist, dann sind wir tot. Und dieses Qi, das Qi ist in der, wo sagen die Chinesen, ist in der Erde. Und die Leute sagen zu mir, die Erde ist doch kein Qi, das ist doch, so Sand, Dreck, Lehm oder sonst was. Wie soll denn da Erde drin, wie soll da Energie drin sein? Ja. Dann sage ich denen, ja, da geh doch mal im März durch den Wald. Und geh mal im Mai durch den Wald. Und dann wirst du schon sehen, was da für ein Qi ist. Plötzlich Billionen von Blättern, aber kommen die denn her? Aha. Und sagt er so, Und ich sag, alles, was ist hier, was hier in dem Raum ist, inklusive wir sind Kinder dieser Erde. Alles, was hier ist, ich gucke eben in die Richtung, gucke hier die Kameras, die hier rumstehen. Wo ist das her? Ist doch alles aus der Erde entstanden. Ist doch alles nur eine Variation von dem, was in der Erde ist und was da ist. Dass Menschen dann dahingehend verändert haben. Ja, ist doch nicht vom Himmel gefallen. Ja, also genau. Alles das, die Energie der Erde. Und dann gibt es noch die Energie des Himmels, des Kosmos. Dann sagen mir die Leute, ja, schön, gut. Ja, die Sonne, klar. Pflanzen brauchen Licht, wir brauchen Licht für Wachstum. Aber der Mond, hat der Mond eine Energie? Der Mond wird doch allein nur angestrahlt. Dann sage ich denen, ja, schon mal so ein Ebb und Flut gehört. Oh ja, doch, ja. Und das beeinflusst das Wasser. Zu wie viel Prozent bestehst du aus Wasser? Ja, schon denken die Leute anders. Ja, aber schon. Aber der Kosmos, 99,9% Leere. Da ist doch nichts in dem Raum. Ja, da ist doch eine absolute Leere. Mittlerweile weiß man, dass da Energie ist. Die sogenannte Neutrino-Energie.
Und man macht sich da Gedanken drum, wie man diese freie Energie aus dem Kosmos herunterholen kann. Wenn das der Fall ist, dann das wäre eine Revolution, industrielle Revolution. Dann brauchst du kein Elektroherd, kein Gasherd mehr. Du kannst dir die Energie einfach so ziehen, ja. Benzin und allem drum und dran. Die ganzen Firmen werden pleite. Das wär eine komplette Revolution, wenn das da wäre, ja. Und wie ist das jetzt bezogen auf Qigong-Übungen oder gerade die erste Übung, wo du da an diesem Pfingstwochenende reingekommen bist? Sie sagte das Qi-Fließen, wie hast du das empfunden und was hat sich dann ergeben? Genau, also wie gesagt, ich stand da und sie war auf der Bühne, ich habe ganz brav die Augen zugemacht und dann ist sie vor, ich habe dann gehört, sie hat so 2-3 Laute ausgestoßen und plötzlich habe ich gemerkt, hoppla. Irgendwas passiert bei mir. Gott, die war 20 Meter weg, ja. Plötzlich habe ich gemerkt, so die Energie fing an, so von uns zu fließen. Und ich habe gesagt, das ist ein bisschen spooky jetzt, was hier los ist. Und ich habe plötzlich so Geräusche um mich herum gehört, habe mal das eine Auge aufgemacht, habe mal geguckt, plötzlich haben die Leute angefangen, sich da so zu bewegen. Da war plötzlich Bewegung im Raum. Ich habe gesagt, okay, ich lasse mich einfach drauf ein und habe dann gemerkt, wie die Energie mehr und mehr wurde, wie sie in mich hineinging, wie mir es warm wurde. Aha. Ich habe gesagt, okay, wenn du so ist, gib mir mehr. Hat sie das ausgelöst, ohne dein bewusstes oder absichtliches Zutun? Du hast einfach dich gehen lassen und sie hat diesen Energiefluss in Gang gesetzt? So ist es. Das nennt man in China Fa Qi, das Aussenden von Qi. Das wird auch in Krankenhäusern gemacht. Da gehen die Ärzte abends her mit Patienten und senden den Leuten Qi in die Akupunkturpunkte. Die gehen her, machen einen sogenannten Schwertfinger, tschack, senden einfach Energie in die Akupunkturpunkte. Die Leute, die einfach nur so stehen, machen plötzlich, und die spüren das richtig, obwohl der Arzt die überhaupt nicht berührt. Aha. Das ist ein Phänomen und auch eines der Geheimnisse von Qigong, dass sich Qi auf diese Art und Weise übertragen lässt. Und sie ist nun mal eine Großmeisterin gewesen, die konnte das auch auf große Gruppen machen. Also wir reden hier von Weltklasse. Ja. Irgendwie so eine Großmeisterin. Ich habe das Ganze dann mit nach Hause genommen damals und habe brav 2x20 Minuten praktiziert und habe dann für mich selbst gemerkt, wenn ich zu Hause stand und die Übungen abgeschlossen hatten, so eine Bewegung, um die Übung abzuschließen, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich hier in irgendeiner Form, dass plötzlich die Beine haben angefangen zu zittern. Da habe ich gesagt, okay, mag ja ganz angenehm sein. Das war angenehm. Das habe ich einfach losgelassen. Mittlerweile weiß ich, dass hier halt Blockaden in den Beinen drin waren, rein energetisch. Die Meridiane von den Beinen, die hier hochgehen oder die auch runtergehen und dass die auf diese Art und Weise gelöst wurden. Und nach, was weiß ich, 4, 6, 8 Wochen war ich wieder gesund. Wow, aufgrund von Übungen, die sie dir mit nach Hause gegeben hat. Und diese Übungen haben bewirkt, dass dein Qi wieder in Fluss kommt. Genau. Jetzt möchte ich an dieser Stelle eine grundsätzliche Frage stellen. Ich habe die absichtlich nicht am Anfang gestellt. Was ist eigentlich Qigong? Und hast du jetzt uns da so schön reingeführt? Können wir das noch irgendwie abstrahieren oder eine allgemeine Aussage machen, was Qigong ist? Ja, ganz einfach. Das Gong heißt einfach Arbeit oder Pflege. Das heißt praktizieren. Also du darfst, wenn du Qigong gelernt hast, Qigong praktizieren. Also wenn die Leute bei mir in den Kursen sind, dann zitiere ich immer die chinesischen Meister, die das immer so schön sagen in Englisch, everyday practice, also jeden Tag praktizieren. Ja, das ist so eines meiner Schlagworte, die ich den Leuten sage. Ja, aha. Ich sage den Leuten immer, wenn du Qigong erfahren willst, dann mach einfach Folgendes, praktiziere es einfach mal 28 Tage jeden Tag und dann reden wir weiter. Das ist keine Pille, die du einwirfst. Mhm. Ja? Diese Art von Medizin ist eine Medizin aus dem Unsichtbaren, aus dem Yin-Bereich. Ist keine sichtbare Medizin. Kannst du auch nicht diagnostizieren. Das macht es ja für uns Westler so kompliziert, dass wir eben nicht auf irgendwelche Tabellen oder was weiß ich, Geräte gucken können, ja? Um das zu machen. Qigong ist also, wenn ich dir jetzt Qigong zeigen würde oder würdest bei mir lernen, würde ich sagen, Rolf, everyday practice. Jeden Tag praktiziere und dann reden wir weiter.
Ja, also nicht erwarten, ich mache mal 3 Tage ins Qigong die Übung und dann geht es. So, man kann mit Qigong unglaublich viel erreichen, aber man muss es halt jeden Tag praktizieren, ja. Und da kriegt man so Übungen. Ich nehme an, da gibt es auch für verschiedene Stufen und Erfahrungen, Anfängerübungen, fortgeschrittene Übungen, Meisterübungen, vielleicht je nachdem, wie weit man ist oder wie man das erfährt. Also ich möchte da nicht irgendwie eine Hierarchie schaffen, aber ich möchte die Erfahrung aufzeigen, wie das abläuft, wenn ich jetzt da einsteige. Ich sage, ich interessiere mich dafür, ich möchte Qigong machen, mit was für Übungen starte ich denn da? Das Problem bei dem Ganzen ist einfach, dass Qigong erstmal ein Oberbegriff ist wie Sport. Es gibt unglaublich viele Übungen. Aha. Im alten China gab es 4000. Und man hat diese 4000 Übungen im Laufe der Zeit dann, die sich dann im Laufe der Zeit entwickelt haben, dann in den 50er Jahren erst zusammengefasst unter dem Begriff Qigong. Ja, mittlerweile ist es in China alles wissenschaftlich erforscht. Die haben da schon auch ihre Forschungsergebnisse und wissen, welches Qigong gut ist und welches Qigong dann als medizinisches Qigong dann auch bei den Chinesen durchgeht. Und die Übungen sind so vielfältig. Du kannst eine Übung machen im Sitzen. Ich kann dir nachher kurz was zeigen. Oder wir im Liegen, im Stehen, mit schönen langsamen Bewegungen. Das kann man machen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist für die Leute fragen mich immer, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Qigong und Tai Chi Chuan? So, Qigong ist die Urmutter von allem. Ja, Qigong ist die Urmutter, ein paar tausend Jahre alt. Und Tai Chi Chuan ist ein Ableger. Ein Ableger von Qigong, der in langsamen Bewegungen in die Kampfkunstübungen zeigt. Ja? Aber die Urübung oder die Urbewegung kommt aus dem Qigong, die dann in die Unterdisziplin Tai Chi geht. Das Urwissen, ja? Ja. Das Urwissen kommt von diesen alten Zeiten, ja. Mhm. Ja. Und zwar hat man einfach gesagt, ja, was ist denn mit dieser Qi-Energie? Und dann hat man festgestellt, das Qi fließt auf Bahnen, den sogenannten Meridianen. Herr Rolf, wo haben die das denn hergewusst, die Chinesen? Ja. Wo haben die das hergewusst? Ah ja, die haben ganz einfach kein Fernsehen und keine sonstigen Ablenkungen gehabt, keine Handys oder sowas. Was haben die denn abends gemacht? Die haben da gesessen und haben in sich hineingespürt. Das Wissen ist in den Leuten drin und haben dann diese Meridiane gesehen. Also mit geschlossenen Augen wohlgemerkt. Mhm. Und so gab es diese Aufzeichnungen. So haben die sich abgestimmt. Ist dir auch aufgefallen, dass das mit dem Dickdarm zu tun haben muss, dass das mit der Lunge zu tun haben muss und so weiter und so fort. Und so hat sich das alles ergeben damals. Wow, ja? Das tönt so einfach und ist, glaube ich, einer der größten Mängel unserer Zeit hier in unserer westlichen Welt, dass wir permanent abgelenkt sind und eben nie in uns reinhören. Und genau so sind die da dahinter gekommen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ja, die haben das so gespannt. Aber ich muss sagen, da lagen vielleicht auch 2.000-3.000 Jahre dahinter. Mhm. Und die haben auch die Natur angeschaut. Die sind raus und haben geguckt, zum Beispiel die Vögel, Kunlunberge, China, Kloster. Ja, ich bin da mal durchgefahren, sah in einem Zug eine solche trostlose Gegend, ja. Ich weiß gar nicht, wie man da leben konnte, wie die Mönche da leben konnten, ja. Und da haben die Wildgänse beobachtet. Und haben gesagt, diese Wildgänse, die sind ja so stark, die flattern da rum und sind immer irgendwie gut drauf und aktiv. Wie schaffen die das? Und dann haben die einfach die Bewegungen nachgemacht von den Tieren. Die haben dann sind hergegangen und gesagt, was passiert denn, wenn ich hier so eine Bewegung jetzt mache? Das mache ich jetzt mal wie so eine Wildgans. Und dann haben die ein paar Mal gemacht, plötzlich haben sie gemerkt, boah, mir wird der plötzlich ganz warm. Und so hat man aus dem Tierreich das einfach übertragen auf den Menschen. Ja. Aber nicht nur Vögel oder Bär oder Tiger, ne, kennt man ja aus dem Kung Fu, Tigerkralle. Ja? Ja. Diese ganzen Sachen, der Affe, die Beweglichkeit eines Affen zu erreichen. So hat sich das alles im Laufe der Jahrhunderte, stellenweise Jahrtausende entwickelt. Und vieles Wissen auch über die Akupunktur und Akupunkturpunkten stand schon im Handbuch des Gelben Kaisers. 500 Jahre vor Christus. 300 bis 500 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein uraltes Wissen, ja. Und dann hat sich dieses Wissen einfach weiter verbreitet. Stell dir einfach vor, China, das große Reich. Ja, dieses große Reich, die Leute haben noch keine Ärzte. Die mussten doch gucken, dass sie irgendwie gesund bleiben, ja.
Und das ist, und deshalb ist es auch ganz wichtig, auch hier für uns Westler zu erfahren, in der traditionellen chinesischen Medizin ist Qigong eines der Säulen der Gesundheit. Und man sagt, meine Großmeisterin schrieb in ihrem Buch, 102 der schwersten Erkrankungen kannst du mit Qigong heilen. Bei uns, wenn ich einen Qigong-Kurs gebe, und dann wird er anerkannt, auch von den Kassen, als Prävention. Mhm. Gesundheitsprävention. Aber das Heilen, das weiß man gar nicht, welche Möglichkeiten das Qigong hat. Ja, 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 das, der Begriff Heilen, der ist ja wieder anderweitig besetzt, oder den, ja, dürfen, genau, wir so nicht für unsere Disziplinen beanspruchen, aber nur schon die Prävention und die Herleitung, dass man eben gar nicht in so eine Situation kommt, wo dann so ein Heilen im traditionellen Sinne, wie wir es kennen, von den Kassen und von der Medizin notwendig wird. Ja, ich kann da auch nichts dafür, wenn es den Leuten besser geht nach dem Kurs. Ja. Das passiert eigentlich, sorry, es war nicht meine Absicht, ja. Muss ich einfach mal sagen, ja. Wenn die Knieschmerzen weg sind oder sonst etwas, ja. Nur mal als Beispiel. Ja. Ja, ja, magst du uns mal ein Übungsbeispiel geben? Es ist, ja, kann ich machen. Womit starte ich am besten? Wichtig ist es hierbei, dass die Leute erstmal eins lernen, in ihrem Zentrum zu sein, im sogenannten Dantian. Das Dantian ist hier 2-3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Und ich mache einfach mal Folgendes. Ich lege jetzt einfach meine Hand, ich lege meine rechte Hand hier unten hin und lege meine linke drüber. Die Damen, die jetzt gleich mitmachen möchten vor dem Bildschirm, die legen die andere Hand da drauf. Und dann einfach mal die Augen schließen und mit dem Bewusstsein unter die Hände in den Bauch gehen. Das ist der Sammelplatz der Energie im Bauch drin. Einfach mal reinspüren. Und am besten mache ich jetzt noch Bauchatmung. Das heißt, beim Einatmen hebt sich der Bauch. Und beim Ausatmen sinkt er langsam wieder nach unten. Das mache ich einfach 2-3 Mal. Und dann mache ich mir bewusst, dass ich nicht nur Luft einatme, sondern feinstoffliche Energie. Ich atme auch Qi ein. Und jetzt atme ich einfach Energie ein. Und dann öffne ich langsam wieder meine Augen. Balle kurz die Fäuste und lass los. Das war die Dantian. Oder Dantian. Das Dantian, ja. Einfach Dantian. Und das ist eine Übungspraxis, die kann man jederzeit mal machen. Das ist ganz einfach. Aber wie gesagt, wir machen Energiearbeit. Das heißt, wir atmen ein in den Bauch und wir atmen auch feinstoffliche Energie ein. Also das kommt noch mit dazu. Das ist eines der Geheimnisse, dass wir eben nicht nur Sauerstoff und Luft einatmen. Mhm. Ja, das wissen halt viele nicht. Und wenn ich diese Übung vertiefe, lass mich gerade mal machen, mach bitte nochmal die Augen zu, auch mit uns. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mögen das bitte auch machen. Hände auflegen. Nochmal reinspüren. Und jetzt bin ich ja in so einem Raum hier, in einem Studio, umgeben von viel Elektrizität und Kameras und allem drum und dran. Ja, also von einem, ich sag mal, etwas unnatürlichen Qi, was hier ist, dann vergrößere ich einfach den Raum. Ich verbinde mich jetzt mit draußen. Der Geist lenkt das Qi. Das heißt, wo mein Geist ist, dort ist das Qi. Und mein Qi ist jetzt draußen, ist jetzt außerhalb des Raums in der schönen Natur,
die um dieses Haus hier ist. Und ich verbinde mich einfach mit der Erde drumherum. Mit den Bäumen, mit den Pflanzen. Und schon hat das Ganze eine ganz andere Qualität. Ich kann mich mit der Erde, mit dem Kosmos verbinden. Rolf, du siehst so entspannt aus. Ja. Nicht, dass du mir hier einschläfst jetzt. Nee, keine Angst. Ich bin noch in der Anspannung der Moderation, weil ich das einerseits beobachte, auf mich wirken lasse, auf der anderen Seite eben ja auch hier die Moderation am Laufen habe. Aber es ist spannend, meine Hände sind schön warm geworden. Genau. Also nur schon das. Ich war ja nicht 100% dabei. Jetzt gibt es noch eine weitere kurze Übung, die du uns zeigen könntest. Ja, zum Beispiel kann man jetzt die Energie aus der Erde aufnehmen. Das macht man mit den sogenannten Fußpunkten. Mhm. Ja, oder wird es immer ganz einfach mit dem Fußsohlen. Man nimmt die Energie aus dem Kosmos hier oben auf. Und wir nehmen die Energie in die Handflächen, können wir aufnehmen. Ja, können einfach die Energie aufnehmen, indem wir die Hände einfach aufmachen. Und ich würde jetzt gerade, wo ich bei dir gucke, mach die Hände nicht so, sondern mach es einfach noch ein bisschen weiter auf, genau. Das sieht man ja an, wenn die Leute meditieren. Hier in den Handinnenflächen sind die sogenannten Laogong-Punkte. Die Laogong-Punkte sind verbunden mit dem sogenannten Herzbeutel in der traditionellen chinesischen Medizin. Herzbeutel-Meridian. Ich muss hierzu noch mal so ganz kurz was erwähnen. In der Covid-Phase durfte man sich ja nicht die Hand geben, ne? Das heißt, die Herzen, wenn ich dir die Hand gebe, so sind unsere Herzen miteinander verbunden. Aha. Ich verbinde die Herzen miteinander. Ja? Also nur mal so zum Bewusstmachen, ja? Was das damals war, auch für viele Menschen. Es durfte gar keine Herzensverbindung sein. Man hat sich ja nur mit dem Ellbogen verbunden. Ich glaube, Dünndarm-Meridian oder so. Okay. Das ist nur mal so am Rande, genau. Und du sagst Herzverbindung, obwohl ja die rechte Hand nicht vom Herzen kommt. Das ist völlig egal. Das ist egal. Ist auf beiden Seiten. Die Lebermeridian ist auch auf beiden Seiten zum Beispiel. Aha. Genau. Und dann nimmst du einfach die Energie hier auf. Das sind ganz wichtige Punkte. Hier kannst du Energie aufnehmen und kannst Energie abgeben. Jesus Christus hat mit den Händen geheilt. Und wenn du mal überlegst, die Kreuzigung, ja, diese grausame Todesart für die Menschen, da wurden die Herzpunkte zerstört und unten die Fußpunkte. Als ob man gewusst hätte, rein spirituell, wie man Systeme zerstören kann. Ja, energetische Systeme, diese Bestrafung, die durch dieses, die dadurch erfolgt ist, ja. Wow, ja, das ist ein Punkt, die haben das ja wahrscheinlich nicht gewusst, die wollten ihnen einfach Schmerzen zufügen, aber es sind genau, wenn man das symbolisch betrachtet, genau diese Punkte. Genau, dann nimmst du es auf. Das heißt, wichtig für unsere Qigong-Praxis, was unabdingbar ist, dass wir nicht nur einfach Bewegungen machen, sondern dass wir uns mit der Erde verbinden, mit dem Himmel verbinden, ja, und die Energie aufnehmen. Das ist eine Energiearbeit. Und sie ist relativ leicht und gut zu lernen und super zu praktizieren. Wow, das war jetzt eine schöne, intensive Einführung. Also ich spüre, hier drin ist ja nicht allzu warm und ich habe oft kalte Finger und jetzt sind sie ganz warm. Also nur schon das ein Erlebnis, also eine wunderschöne Einführung. Jetzt, wo können wir das noch vertiefen und uns weiter informieren über Qigong? Ja, also man kann es vertiefen auf meiner Webseite. Du hast ja freundlicherweise schon mal ein Buch erwähnt. Da habe ich eine ganze Menge an pragmatischem Wissen schon drin geschrieben. Richtig lernen kann man es in der Hauptsache einfach dadurch, dass man einen Qigong-Kurs macht. Meine Kurse findet man auf meiner Webseite auf der lebensenergie-coaching.de. Dort kann man nachgucken und wo ich gerade bin in Deutschland oder mich buchen auch, wenn irgendwelche Firmen kommen, oder ich gebe auch am zu Kurse für das Krankenhauspersonal, die haben es im Augenblick am nötigsten irgendwie nach dieser schweren Covid-Zeit. Ja, das Super. Ist eine Möglichkeit.
Herzlichen Dank, lieber Frithjof. Das waren wirklich wunderschöne Informationen und ich spüre das eben immer noch nach in meinem Körper, in meinen Händen. Herzlich. Wir sollten mal hier mal 20 Minuten Qigong machen, ne? Wie ja, findest genau. du die Idee? Mit allem drum und dran. Genau. Zum Beispiel im Studio, wo wir auch stehen können. Es gibt ja auch Übungen im Stehen. Aber das war mal eine wirklich schöne Einführung. Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Frithjof. Ich danke auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, das war Neuland für mich und ich kann mir vorstellen, für die meisten von Ihnen auch. Sie können ja jederzeit sich dieses Video wieder ansehen und sich mal diesen Übungen einfach hingehen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen Qigong etwas rüberbringen, mindestens im Ansatz oder auch Ihr Interesse wecken. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Webseite. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.